Hey zusammen und willkommen zu meinem letzten Video aus Korea. Eigentlich hatte ich vor, noch ein, zwei Videos mehr zu machen, aber es kam leider einfach nicht hin. Heute ist der letzte Tag vor meiner Abreise und das große Abenteuer Korea geht zu Ende. Allerdings bleibe ich weiter auf Reisen, denn ich werde nicht von Korea nach Deutschland zurückfliegen, sondern ich fliege direkt von Korea nach Japan, weil es liegt direkt nebenan. Der Flug ist wesentlich günstiger. Ich kenne mich aus in Japan. Der Yen ist gerade super schwach. Das heißt, es ist sogar günstiger, in Japan zu sein, generell momentan. Und die Chance hat sich mir einfach geboten. Und deshalb habe ich mich entschlossen, wieder nach Japan zu gehen. Nach 3,5 Jahren kehre ich zurück nach Japan. Ich bin super gespannt, wie es wird. Ist meine Vorstellung von Japan einfach nur komplett verzerrt von der Nostalgie, die ich für diese Zeit, die ich da gelebt habe, empfinde, oder ist es wirklich ein Land, wo ich sage, ah doch, da möchte ich wirklich, wirklich für länger leben? Oder wird meine Zukunft in Korea stattfinden? Das weiß ich noch nicht so ganz. Also es ist eine große Frage, die sich jetzt innerhalb dieses Jahres, glaube ich, noch bei mir stellt und beantwortet wird. Werde ich in Korea oder in Japan eine Zukunft anstreben? Und um das genau herauszufinden, dachte ich mir, hey, ich möchte jetzt als etwas erwachsenerer Mensch, etwas reiferer Mensch auf jeden Fall nochmal Japan erleben, in einer Form, die nicht zu vergleichen ist mit, ich gehe nach Japan und es ist wie ein großer Themepark oder ein Freizeitpark und man hat nur Spaß und man ist die ganze Zeit am Party machen und so weiter, sondern wie ist es, wenn ich da jetzt nochmal hingehe und wirklich den Fokus darauf lege, mir etwas aufzubauen. Genauso wie ich es in Korea gemacht habe. Also Korea habe ich ja komplett anders erlebt als Japan. In Japan bin ich hingegangen, habe alles auf mich einwirken lassen und habe versucht, einfach jede Woche ein so erfülltes Leben zu haben wie möglich, so viel Spaß zu haben wie möglich. Und Korea bin ich mehr mit dem Sinne angegangen, okay, ich möchte mir womöglich eine Zukunft aufbauen. Das heißt, ich möchte auch möglichst zukunftsorientiert mir Sachen raussuchen. Anstatt viel feiern zu gehen, sucht man sich zum Beispiel einen Sportclub. Man sucht gewisse Kontakte, die einem helfen können. Leute, die sich mit Visasachen auskennen. Leute, die sich auskennen mit deiner Branche, dass du da vielleicht womöglich dann arbeiten kannst und so weiter. Und genau mit diesem Geist, sage ich jetzt mal, möchte ich nochmal an Japan rangehen. Zumal ich jetzt einfach in einer schwierigeren Lage insgesamt bin in meinem Leben. Und ich möchte einfach herausfinden, ist Japan trotzdem schön genug oder spricht mich Japan trotzdem genauso an, dass ich das Leben dort liebe, auch wenn es nicht so ist wie vorher, weil ich einfach in einer anderen Phase meines Lebens bin. Und deshalb bin ich wahnsinnig aufgeregt. Die letzten Wochen waren absoluter Stress. Ich habe das noch nie gemacht, von einem Land in ein anderes auszuwandern, ist der falsche Wort, das falsche Wort. Weil ich werde jetzt erstmal in Japan nur für 2,5 Monate bleiben. Das mag jetzt für den einen oder anderen mega lange klingen. 2,5 Monate ist eine lange Zeit in einem fremden Land, versteht mich da nicht falsch. Aber wenn man schon mal wirklich länger wo gelebt hat, ist es relativ kurz. Und ich glaube, ich war nirgendwo nur 2 Monate oder 3 Monate bis jetzt, seit ich in Japan gewohnt habe. Ich bin immer für wirklich längere Zeit, für bis zu einem Jahr irgendwo hingezogen. Deshalb für mich, ich empfinde das als sehr kurze Zeit, als eine Zeit, die einen gewissen Zeitdruck auch mit sich bringt, was aber auch eine gewisse, wie sagt man, Urgency erzeugt, dass ich mich um viele Sachen kümmern kann. Und jeder Tag als sehr, sehr wertvoll angesehen wird und nicht irgendwie ich sagen kann, ja, ich kann jetzt erstmal einen Monat chillen, ein bisschen ankommen und so weiter, sondern ja, das wird ein ganz viel ernsteres Ding, glaube ich, werden. Und ich hoffe, oder was heißt ich hoffe? Ich bin gespannt, ob das meine kreative Ader dann wieder ein bisschen zum Leuchten bringt, weil ich muss sagen, Korea, ich werde da noch mal ein ganzes Video drüber machen, in dem ich wirklich Korea und Japan vergleiche, nachdem ich noch ein bisschen Zeit in Japan verbracht habe, Aufnahmen gemacht habe und so weiter. Dann möchte ich ein schönes, größeres Video machen, wo ich wirklich meine Leben in beiden Ländern vergleiche mit positiven und negativen Aspekten. Aber jetzt so als Ersteindruck von dem Jahr in Korea kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich das Leben hier ernster angefühlt hat. Ein bisschen
realer, es hatte nicht diese gewisse Mystik, die das Leben in Japan hatte. Aber ich muss für mich noch ein bisschen herausfinden, ob das nicht vielleicht zu sehr damit zu tun hat, in welcher Lebensphase ich mich befunden habe und welche Dinge mir in diesen Phasen am wichtigsten waren. Zum Beispiel habe ich hier die letzten 6 Monate, na, sagen wir die letzten 3 Monate, mich einfach sehr, sehr aufs Fechten fokussiert und dementsprechend viele Meetings oder viel mit Freunden abhängen, normal ins Korean Barbecue Restaurant gehen oder irgendwas schleifen lassen. Und nicht, dass ich das irgendwie bereue, überhaupt nicht, aber es ist so vom Gefühl her eine andere Art von Alltag, die man erlebt hat und eine andere Art vom Leben. Auch wenn man sich körperlich viel, viel besser fühlt, es ist eine andere Art, wöchentlich, sage ich jetzt mal, sozial zu interagieren. Also in Japan bin ich ja wirklich jedes Wochenende irgendwie ausgegangen, mehrfach mit Freunden irgendwo hin, irgendwas angucken und so weiter. Und hier bin ich halt 3 bis 5 Mal zum Sport in der Woche und dann vielleicht am Wochenende mal mit Freunden irgendwie was trinken, aber auch nur ganz kurz. Also wirklich nur auf ein Bier getroffen, das dann auch wirklich nur ein Bier war. Und so war das halt nicht in Japan. Und ich möchte jetzt halt diesen Lebensstil, den ich habe, weil es einfach ein gesünderer Lebensstil ist und mir körperlich sowie seelisch viel, viel besser tut, möchte ich in Japan auch ausprobieren. Also eine meiner ersten Prioritäten wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich sein, mir einen Fechtclub zu suchen, dass ich da weiß, okay, da kann ich 1 bis 2 Mal mindestens wirklich die Woche hin und kann so meine Schedule beibehalten und mir wirklich den Alltag aufbauen, den ich genieße. Und dann möglichst neutral sagen können, hey, Korea gefällt mir so, Japan gefällt mir so. Was man aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall sagen kann, ist, sollte ich jetzt die Chance bekommen, in Korea zu bleiben oder die Chance bekommen, in Japan zu bleiben, ich mag beide Länder sehr. Ich kann mir in beiden Ländern zum jetzigen Zeitpunkt wunderbar eine Zukunft vorstellen. Also in beiden Ländern, sowohl Korea als auch Japan, wesentlich mehr als in Deutschland. Nach den 2,5 Monaten in Japan, das ist jetzt der Plan, werde ich auf jeden Fall für die Weihnachtszeit, für den Winter zurück nach Deutschland, auch einfach, weil man vermisst seine Familie, man möchte die Eltern sehen und so weiter. Also ich hab eine sehr kleine Familie, ich habe keine Geschwister, ich habe auch mehr oder weniger keine Cousins oder Cousinen. Das heißt, ich möchte halt einfach meine Eltern sehen und so weiter. Und deshalb möchte ich auf jeden Fall zurück nach Deutschland und dann auch die Zeit in Deutschland nutzen, sowohl Japan als auch Korea in meinem Kopf Revue passieren zu lassen und dann langsam eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen, ich glaube ungefähr 2 Wochen, war mein Geburtstag. Jetzt ist das letzte Jahr für mich in meinen 20ern. Und ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um so eine Entscheidung zu finden. Ich meine, das Leben spielt selten wirklich nach dem eigenen Plan. Aber was ich im Leben gelernt habe, ist, Hauptsache, du hast einen Plan, der wird sich immer ändern und es wird immer Chaos geben, aber es weist dir zumindest eine Richtung, in die du gehen kannst. Und genau so möchte ich die Entscheidung dann auch angehen. Also frei, offen, im Sinne von, wo sich die Chance bietet, führt mich das Leben hin, aber trotzdem mit einem Blick nach vorne und sich nicht einfach nur treiben lassen. Ich glaube, das ist das, was ich in Japan zu sehr gemacht habe. Ich habe mich nur treiben lassen. Und habe eine riesige Sammlung an tollen Momenten und tollen Erinnerungen, die ich sehr, sehr wertschätze, die aber einem keine Straße weisen. Das heißt, du hast diese ganzen Punkte, diese ganzen Erinnerungen, zu denen ich sehr, sehr gerne in meinem Kopf zurückreise, aber es ist keine Geschichte mit drin, keine klare, durchgehende Geschichte. Und das habe ich in Korea anders erlebt, möchte ich jetzt mit nach Japan bringen. Und ich bin verdammt aufgeregt. Das Witzige ist, ich werde tatsächlich an der gleichen Station wohnen, also nicht direkt an der Station, aber in der Nähe, zu der Station, wo ich das allererste Mal, dass ich in Japan war, ich glaube, das war 2018 für 2 Wochen, mit Vic, Nia und Nick. Und das fühlt sich so an, als ob sich der Kreis nochmal schließt. Das ist auch 2 Stationen entfernt von dem Ort, wo ich vorher, also mein Jahr in Japan verbracht habe. Deshalb bin ich da sehr, also hat man natürlich dieses starke Nostalgiegefühl und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wird. Es ist ein super weirdes Gefühl, dass ich nach Japan fliege,
aber das kein großer Flug ist, weil von hier, also von Korea nach Japan, ist ein 2-Stunden-Flug und du bist in der gleichen Zeitzone. Das heißt, es gibt kein Jetlag, es gibt gar nichts. Und für mich und ich glaube für viele von euch ist der Gedanke nach Japan fliegen eine lange Reise, ein ganzer Reisetag oder noch länger, wenn man irgendwie umsteigen muss und so weiter, ist damit im Kopf verbunden. Und deshalb mache ich mir da, glaube ich, viel mehr Stress, als ich sollte. Dabei ist das von hier nur ein kleiner Flug. Also ich fliege morgens los und bin halt mittags da. Dann fahre ich noch eine Stunde, vielleicht 2 Stunden zu meiner Unterkunft. Und die Gesamtreise sollte nicht länger dauern als ungefähr 4 Stunden. Sagen wir vielleicht 5 Stunden, weil ich ja hier auch noch zum Flughafen muss. Und das ist so ein seltsames Gefühl, weil es wirklich sich anfühlt, als ob ich hier riesig groß aufbreche. Ich habe da einen Koffer und ich sterbe gerade einen innerlichen Tod, weil ich nicht genau weiß, ob wie ich alles in den Koffer kriegen soll, ob alles mit dem Gepäck funktioniert und so weiter. Geld umtauschen. Ich habe super viele Sachen im Kopf, bei denen ich noch nicht genau weiß, wie das wird. Und ich bin da nicht unsicher, aber habe sehr großen Respekt davor. Muss das Wochenende nutzen, mein Office und so weiter einzurichten, weil arbeiten muss ich ja trotzdem. Ist nicht so, als ob ich die ganze Zeit rumreise und ja, machen kann, was ich will. Ich habe ganz normal Arbeit, ganz normale Arbeitsstunden, die ich machen muss. Auch wenn ich das alles, und dafür bin ich sehr dankbar, aus dem Homeoffice machen kann, muss es trotzdem erledigt werden. Das heißt, ich muss praktisch von einem Alltag schnell in einen anderen Alltag. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich nicht super viel Content aus Korea gebracht habe, was hier auf YouTube angeht. Auf Instagram gibt es ein bisschen was, da war ich auch relativ aktiv, würde ich sagen. Hatte aber auch einfach sehr viel mit dem Fechten zu tun. Ich möchte nichts versprechen. Ich habe keine Ahnung, wie es in Japan wird. Ich wollte aber auf jeden Fall dieses Update-Video machen, ein bisschen darüber erzählen, wie ich mich fühle. Auch einfach für mich, dass ich dann in vielleicht ein paar Monaten, wenn ich auch von Japan zurückkomme, mir dieses Video nochmal anschauen kann und dann sagen kann, ah, okay, so habe ich mich gefühlt, dass nicht die Erinnerungen wieder zu sehr alles verzerren. Und dann wirklich Entscheidungen treffen kann, wo mich das Leben hinführen soll, nach Plan. Es wird mich eh irgendwo anders hinführen. Aber wir werden sehen. Ich fange mich an zu wiederholen. Deshalb lasse ich das Video jetzt einfach so. Ist ungeschnitten, gar nichts toll. Ich will wieder mehr Vlogs machen wie das letzte Video. Aber ich habe echt keine Zeit und ich bin jetzt schon unter Zeitdruck und deshalb wollte ich das einfach gemacht haben. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.